Es ist genau diese Uhrzeit, immer wieder sonntags, wenn wir noch einen Experten zu uns ins Studio holen. Und heute ein Neuzugang bei den Sonnenklar-TV-Reisebüros. Aus Esslingen jetzt angereist, Sven Schmutzler. Servus, schön, dass du da bist. Hallo Steffi. Du, jetzt habe ich deinen Namen falsch. Sven Schmutzler heißt du, gell? Ja, genau. Macht aber nichts. Aber wir sind eh beim Du, oder? Ja, genau. Bleiben wir beim Sven. Passt. Du, sag mal, aus Esslingen angereist. War es angenehm, heute unterwegs zu sein sonntags? Ja, also ich bin mit der Bahn angereist, mit dem ICE. Ja. Von Stuttgart problemlos 2 Stunden etwa. Und nachher geht es wieder zurück. Und weißt du, warum ich diese Frage stelle? Wir haben ja ganz oft auch den Zug zum Flug dabei. Genau. Also diese Entspannung. Und das würde ich gerne nachher nochmal thematisieren, wie du das eben deinen Urlaubern erklärst. Aber erstmal erklären wir Ihnen, liebe Zuschauer, wo Sie in Esslingen Sven treffen können. Wo denn ganz genau? Und zwar in der Plienzaustraße 36. Und zwar ist es die historische Fußgängerzone im schönen Esslingen, genau gegenüber dem Müller-Drogeriemarkt. Also ganz einfach zu finden. Parkplätze vorhanden? In der Nähe Parkhäuser, circa 300 Meter, 400 Meter. Und dann funktioniert das wunderbar. Fantastisch. So, und jetzt reden wir gleich über ein Angebot, das ganz weit bei oben, bei Ihnen auf der Beliebtheitsskala liegt. Es geht nämlich an die türkische Riviera. Und da wird das große Thema Neueröffnungen sein. Also starten wir durch. So, Neueröffnungen bei uns hier im Studio immer ein Riesenthema, weil wir wissen, aha, da ist was ganz Neues und die Neugierde ist bei unseren Zuschauern ganz groß geschrieben. Wie ist das bei dir, bei deinen Urlaubern, die bei dir vorbeikommen? Also ich habe einige Kunden, die sehr gerne eine Neueröffnung wahrnehmen, weil sie natürlich auch gerne oder Lust drauf haben, als erstes in dem Zimmer zu sein, im Bett zu übernachten. Und von daher wird es gut angenommen und ja, also ich denke, es ist auch eine tolle Sache an sich. Ja, gell? Also ist natürlich auch schön, wenn man weiß, ich bin der Erste da auf dieser neuen, niegelnagelneuen Matratze. Genau, ja. Ich bin der Erste am Buffet. Ich weiß aber auch, dass viele Zuschauer sagen, okay, das ist eine Neueröffnung. Man weiß ja noch nicht, ob alles so rund läuft. Ja, das stimmt allerdings. Aber die Kunden, die ich bis jetzt hatte, die das wahrgenommen haben, die waren sich bewusst, dass es vielleicht einem ein oder anderen kleinen Ding noch vielleicht hapert, aber das gehen Sie gerne. Ja, und deswegen haben wir ja auch so Schnupperpreise, so Testerpreise. Genau. Ja. Sagen wir auch ganz bewusst, das sind Einführungspreise, 291 Euro. Und vor allem, wenn wir hier vom Sunstar Beach Resort sprechen, können Sie darauf vertrauen, dass der Besitzer da schon Ahnung hat. Denn der ist ja schon verantwortlich für das Sunstar Beach. Also da hat sich schon alles eingrooven können. Da wird auch das Servicepersonal abgezogen, um dann bei der Neueröffnung dabei zu sein. In einem Monat ist es soweit, am 15. Juli, da werden die Pforten des Sunstar Beach Resort eröffnet. Hier in der Ferienregion Alanya. Es gibt ja mehrere Ferienregionen hier an der türkischen Riviera. Warum lieben denn die deutschen Urlauber genau die türkische Riviera? Wie kannst du dir das erklären? Zum einen die tollen Strände, natürlich dann auch die Hotellerie, das Angebot, die Ressorts, die ist natürlich mit Wasserparks für die Kids oder die Vielzahl an Restaurants. Und die Gastfreundschaft natürlich noch hinzu. Und danach ein bisschen Shopping, vielleicht auch ein bisschen mehr als. Ja, also Alanya, ich meine, das ist ein deutscher Hochburg, genau. Ist gerade mal 8 Kilometer entfernt. Und man kommt ja auch immer ratzifatzi dorthin, mit dem Dolmusch kurz mal für ein paar Cent, kann man sagen. Und von daher lässt sich das doch also gut verbinden miteinander alles. Ja, klar. Ja, warst du schon mal so auf Shoppingtour an der türkischen Riviera? Auch das, ja. Hast du schon gefeilscht? Ja, natürlich. Muss man, oder? Unbedingt. Klar, weil sonst, also das, nee, es geht einfach Die werden nicht. Enttäuscht. Genau. Nee, das kann jetzt nicht sein. Genau. Du musst auch erstmal den Tee trinken, erstmal den Chai trinken, gell? Auf jeden Fall und auch lecker vor allem. Und dann setzt man sich hin und dann wird gefeilscht. Also immer wieder ein Top-Preis-Leistungsverhältnis an der türkischen Riviera. Hier sowieso ab 291 Euro. Ich habe jetzt gesagt, die Neueröffnung wird im Juli sein. Das
ist jetzt das Winterangebot. Also Sie könnten mit uns ab November dabei sein. Wir haben eine Woche im Angebot. Alex, jetzt bist du wieder gefragt als mein Producer. 2 Wochen oder auch 3 Wochen. Wenn du mir da noch die Preise nennen kannst. Und die bekommen Sie direkt nach dem Film genannt. Also für Sie die neue Eröffnung hier an der türkischen Riviera. Ein neuer Stern wird den türkischen Hotelhimmel hell erleuchten. Freuen Sie sich auf eine luxuriöse Neueröffnung. Freuen Sie sich auf das Sunstar Beach Resort. Das 5-Sterne-Haus liegt in der beliebten Ferienregion Alanya. Nur 75 Meter trennen Sie vom Rauschen des Mittelmeeres und dem Strand. Ab Sommer können Sie zu den ersten Gästen in diesem aparten Luxushotel gehören. Mit elegantem Interieur ist Ihr fast 30 Quadratmeter großes Zimmer mit Balkon eingerichtet. Verlockende Spezialitäten verwöhnen Ihren Gaumen im Rahmen von All-Inclusive. Speisen Sie in stilvollem Ambiente morgens, mittags und abends auf höchstem Niveau. Getränke erhalten Sie bis Mitternacht. Erleben Sie himmlische Wohlfühlmomente bei einer für Sie kostenlosen Schnuppermassage. Wenn Sie auf den Geschmack gekommen sind, erhalten Sie auf alle weiteren Anwendungen von uns 20% Ermäßigung. Greifen Sie nach den Sternen und buchen Sie Urlaub im eleganten Sunstar Beach Resort. So, wir haben die Preise für Sie recherchiert. Hat sich nicht viel geändert. Gestern lagen wir auch so ähnlich. Ab 291 Euro für eine Urlaubswoche. Dann geht's weiter. 424 Euro für 2 Wochen und 3 Wochen dann ab 515 Euro im kommenden Winter. Da sind wir eben beim Überwintern, da sind wir bei Langzeiturlaub. Wie wird das gebucht bei dir im Reisebüro, Langzeiturlaub? Gut, im Moment, ich bin ja erst seit so ein knapp über einem halben Jahr, genau, habe ich mein Büro eröffnet. Und somit konnte ich jetzt noch nicht so die Großzahl an Langzeiturlaubern. Das wird jetzt kommen alles. Wir haben ganz viele Langzeiturlaube ja, hier im Angebot. Die Nachfrage ist ganz groß für alle, die da flexibel sind. Das kommt noch alles auf dich zu. Genau, da freue ich mich schon drauf. Dann beim nächsten Mal erzählst du davon. Genau. So, da haben wir nachher auch noch ein schönes Angebot für Sie. So, jetzt erstmal, wir sind die Einzigen, die dieses Haus im Angebot haben. Wir sind die einzigen Anbieter. Die große Neueröffnung am 15.07. Es ist keine direkte Strandlage, 75 Meter Distanz. Eine Massage ist schon inkludiert und das alles gekrönt mit All-Inclusive. Für das Sunstar Beach Resort im Winter unser Neueröffnungsspecial 145-788. Und wir haben ab 346 Euro natürlich auch den Sommer für Sie. Das wäre dann ein Oktobertermin. Aber wenn Sie Lust haben, könnten Sie auch direkt bei der Eröffnung dabei sein am 15. Juli. 145-786. Und jetzt haben wir wieder eine Kombination. Da sind wir ja wirklich Vorreiter bei Sonnenklar TV. Also ich glaube, wenn man sowas Exotisches sucht, wenn man einen Mehrwert sucht, so ein bisschen auch Entdeckerluft schnuppern möchte, dann kommt man an Sonnenklar TV nicht vorbei. Wie siehst du das? Stimmt. So, fertig, aus und kurz. Genau. Also ich weiß nicht, du hast gesagt, du bist jetzt seit einem halben Jahr dabei. Ja. Türkei geht immer, das ist so der Klassiker. Ja. Ägypten geht auch immer. Ja. Aber wie ist es mit den Kombinationen? Wie ist da das Feedback der Urlauber? Also wird auf jeden Fall nachgefragt. Also aktiv oder erklärst du das? Oh, wir hätten auch noch das und das. Eher im Moment aktiv, eigentlich von mir aus. Dass ich auf jeden Fall sage, dass man vielleicht zu dem Badeaufenthalt noch gewisse Ausflüge machen sollte unbedingt, weil man einfach so viel verpasst. Und von dem ursprünglichen auch die Wüste zum Beispiel und die Dubai als City, wenn man jetzt mal
von der Stadt ausgeht. Genau, das ist es. Also wir haben ja mehrere Rundreisen in verschiedenen Ländern. Marokko zum Beispiel sind wir ganz gut dabei. Oder Tunesien hatten wir auch vor kurzem. Mhm. Kuba zum Beispiel. Und da stehen wir ja alle dahinter, auch ihr als Reisebüroinhaber. Ja. Mensch, entdeckt doch das Land so, wie es sein sollte. Macht den Badeaufenthalt. Brauchen wir alle. Wir müssen alle runterkommen. Klar, auf jeden Fall. Aber so ein bisschen... Ja. Wie ticken die Menschen dort? Was sind die Highlights? Was muss man gesehen haben? Sonst hast du zu Hause nichts zu erzählen, ja, vom Urlaub, außer der Strand war schön. Und das ist ein bisschen schade. Ein bisschen schade, Sie würden dem Land nicht gerecht werden. Und deswegen öffnen wir jetzt gemeinsam mit Sven für Sie die Schatzkiste des Orients. Also Sie werden die Mega-Metropole, die XXL-Metropole Dubai richtig schätzen lernen. Aber der Badeaufenthalt darf auch nicht fehlen. Also reden wir von in Summe 13 Nächten, die Sie hier haben, ab 1.499 Euro. Das Ausflugspaket, die Schatzkiste, die ist übrigens im Wert von 600 Euro hier schon enthalten. Und jetzt kriege ich schon ganz verzweifelt Nachrichten aus der Regie. Die Ecke ist weg, die Ecke ist weg, die Ecke ist weg. Wissen Sie, was das heißt? Das heißt, der günstigste Preis ist ausgebucht. Okay, ist jetzt ausgebucht. Der neue Preis, der ist hier unten eingeblendet, ab 1.564 Euro. Wir lagen mal bei 1.499 Euro. Also 65 Euro mehr ist aber auch noch okay. Nochmal, Sie haben hier die Schatzkiste on top im Wert von 600 Euro. Jetzt machen wir die auf. Da steckt ja einiges mit drin. Was denn? Zum einen die City-Tour nach Dubai. Und was natürlich super toll ist, dass man den Eintritt auf den Burj Khalifa mit inkludiert hat. Weil man das einfach... Das höchste Gebäude der Welt. Genau, ein Muss. Ja. Und wissen Sie, wenn Sie vor Ort das Ticket buchen, kostet das richtig viel Geld. Wenn Sie clever sind, Sie haben es jetzt schon dabei, müssen Sie das nämlich erstmal zu Hause recherchieren im Internet. Und dann geht es ja mit dem schnellsten Aufzug der Welt richtig hoch, logischerweise nicht bis zur Spitze, bis zur Aussichtsplattform. Und dann haben Sie einen mega genialen Panoramablick auf Dubai. Es zählt aber noch viel, viel mehr dazu, denn wir haben nicht nur die Stadttour, wir haben nicht nur eben das Burj Khalifa, sondern wir haben ja hier auch noch in Ras Al Khaimah die City Tour. Da geht es jetzt gleich weiter. Sie werden dann ganz exquisit zum High Tea einkehren im Waldorf Astoria Ras Al Khaimah. 22 Teesorten, noch mit Scones, noch mit Snacks, alles dabei für Sie. Das ist High Tea in einem 6-Sterne-Hotel. Und dann geht es weiter. Was gehört noch dazu, wenn wir hier von den Vereinigten Arabischen Emiraten sprechen? Nämlich die Wüstensafari mit Barbecue. Und wir haben noch eine Bootstour einkalkuliert mit dem Mittagessen. Das alles im Wert von 600 Euro. Und wir sind aber noch nicht fertig. Sie übernachten ja erstmal im Doubletree bei Hilton Ras Al Khaimah, also in diesem Emirat, das ja auch so beliebt ist, das so richtig auf Vormarsch ist. Und deswegen haben wir auch schon extra Flüge mit unserem Partner Sun Express. Und dann gibt es ja noch mal 7 Nächte im Kofrotana mit All Inclusive. Und diese Kombinationen, sagst du ja auch, muss man schon aktiv auch erklären. Ja. Weil haben wir ja eben auch gemacht. Was alles dazu zählt, das kann man ja erstmal gar nicht fassen zu diesem Reisepreis, 1.564 Euro. Genau, also super. Ja, gell? Fantastisch. Die beiden Hotels dann, auch das City Hotel Ras Al Khaimah, auf jeden Fall, also so ein konträres Ding zum Strand, auf jeden Fall, hat man beides miteinander kombiniert. Und deswegen gucken wir jetzt nochmal rein. Romantische Stunden in karger Landschaft verbringen. Beeindruckende Sehenswürdigkeiten bestaunen. Unvergessliche Naturschauspiele genießen. In fremde Kulturen eintauchen. Die Schatzkiste des Orients beinhaltet viele Schmuckstücke, die es bei dieser besonderen Reise mit 4 Ausflügen zu entdecken gilt. Nach etwa 6 Stunden erreichen Sie die Vereinigten Arabischen Emirate. Dank Streckenneueröffnung können Sie jetzt nach Wunsch auch direkt in Ras Al Khaimah landen. Hier liegt das 4-Sterne Superior Doubletree bei Hilton Ras Al Khaimah. Ihr Ausgangspunkt für die kommenden abwechslungsreichen Tage. 6 Nächte lang ist eines dieser gemütlichen Doppelzimmer Ihr Rückzugsort. Verpflegt werden Sie mit Halbpension. Das heißt, Sie dürfen sich morgens und abends an Buffets bedienen. Gut
gestärkt geht es dann auf zu ihrem jeweiligen Tagesausflug. Der erste führt sie in die Megacity Dubai. Die Geschichte zur Stadt erfahren sie im Dubai Museum. Danach geht es auf den Zug. Ob bei Textilien, Gewürzen oder Gold, erproben sie ihr Geschick beim Feilschen. Eine Fahrt in einer traditionellen Abra, ein Fotostopp bei der Jumeirah-Moschee und auch ein Besuch des höchsten Gebäudes der Welt stehen auf dem Programm, dem Burj Khalifa. Auf die Glitzermetropole folgt am nächsten Tag das beschauliche Ras Al Khaimah. Hier tauchen sie ebenfalls erst in die Geschichte des Landes ein. Sie besuchen eine fast 200 Jahre alte Moschee sowie das Museum mit seinem entzückenden Innenhof. Auf einem typischen Dhow-Boot erkunden sie die Stadt vom Creek aus, immer entlang der Mangrovenwälder. Krönender Abschluss des Tages ist der High Tea im 6-Sterne-Waldorf-Astoria. Genießen Sie feinsten Tee mit kleinen Köstlichkeiten. Nach so viel City-Feeling lockt die Schönheit der kargen Natur. Zuerst geht es rasant die Dünen rauf und runter. Geschulte Fahrer suchen sich mit ihnen den Weg durch die Wüste. Spaß ist garantiert. Versinkt dann am Abend die Sonne am Horizont, wird es romantisch. Im Wüstencamp wird Ihnen bei traditionellen Tänzen ein Barbecue unterm Sternenhimmel serviert. Bei Ihrem vierten Ausflug erwartet Sie noch etwas ganz Besonderes. Sie verlassen die Emirate und fahren in den Oman. In Kassab wechseln Sie auf das bereitstehende Boot. Einen ganzen Tag lang schippern sie durch die bezaubernde omanische Fjordlandschaft. Bizarre Felsformationen, Ruhe und Schnorcheln stehen dabei auf dem Programm. Begleitet werden sie mit etwas Glück von Delfinen. Für weitere 7 Nächte ist dann Entspannung und Baden angesagt. Im 5-Sterne The Cove Rotana freuen sie sich auf ein modernes und gemütliches Doppelzimmer. Verpflegt werden Sie all-inclusive mit 3 Buffets am Tag und alkoholischen Getränken sowie Softdrinks von 11 bis 23 Uhr. Erfrischung bringen die 2 großen Pools der Anlage, die terrassenförmig zum Meer ausgerichtet ist und somit immer wieder einen fantastischen Blick bietet. Verbringen Sie hier Ihre schönste Zeit des Jahres. Erleben Sie die Stadt der Superlative Dubai, Naturjuwelen im Oman und vieles mehr. Unsere Schmuckstücke in der Schatzkiste des Orients. Zu Recht hat Sven eben gerade gefragt, wie teuer ist denn jetzt der Flug von Stuttgart aus, genau, wegen des Reisebüros in Esslingen. Also für alle Stuttgarter 1630 Euro am 8. Januar. Und Optionsbuchen ist auch möglich. 145-615, das ist unsere Rundreise, die Schatzkiste des Orients mit der Badeverlängerung im Cove Rotana in Ras Al Khaimah. Und dank SunExpress haben Sie jetzt den Direktflug nach Ras Al Khaimah. Nochmal die Bestellnummer 145-615.
So, und jetzt geht es für Sie nach Fuerteventura. Eine grandiose Insel, wie ich finde, weil ich mich gerne einfach mal toll an den Strand lege und mich auch gar nicht mehr wieder bewegen möchte. Wie empfindest du generell die Kanaren? Als sehr abwechslungsreiches Ziel, vor allem...